Hallo meine Lieben, ich hoffe euch allen geht es gut. Vielen Dank, ja, dass ihr zu mir gefunden habt. Und ja, ich möchte sofort loslegen für dich, um Botschaften zu ziehen aus der geistigen Welt und was denn so zukommen mag für dich im Hier und Jetzt. Ich hoffe euch allen geht es gut. Und erstmal vorweg, es ist eine kurze Legung, es wird eine kleine Legung sein. Also seid gespannt, lehnt euch kurz zurück und ich beginne genau jetzt für dich, okay? Du schaust dann, ob du mit diesem Reading resonierst, ob das für dich stimmig ist oder nicht. Und wenn etwas nicht passt, bitte beiseite legen, okay? So. So. Ich beginne für dich jetzt. Die geistige Welt. Botschaften für das Seelenkollektiv hier. Vielen herzlichen Dank. So, ich habe hier Botschaften, erste Botschaft. Wenn du magst, schau doch bitte meine anderen vorherigen Videos an, falls du neu hier dabei bist. Ja? Und schadet nicht, neugierig zu sein beim Ganzen. Ich leg das mal so, damit du es besser sehen kannst. Und wow, wir haben hier erstmal, wir haben hier darunter die Botschaft für dich. Es kommen positive Veränderungen auf dich zu. Und du kommst mehr in deine Erkenntnisse und Klarheit. Du gewinnst mehr an Vertrauen, an das Göttliche. Und dir geht's, du wirst wieder glücklicher und es wird besser. So, ich habe hier zwei Personenkarten angezeigt. Bitte Rollen vertauschen, wenn du jetzt es ist hier geschlossen dran, okay, es ist schon ein bisschen spät, tut mir leid, ich hatte heute ein bisschen viel zu tun gehabt, aber ich habe an dich gedacht und mache jetzt für dich auch noch eine Legung und das ist eine allgemeine Legung natürlich und schau bitte, ob das, wie es sich anfühlt, ob es stimmig ist, ja? Also, ich habe hier zwei Personenkarte und es geht hier auch um die Seelenpartnerschaft. Die Liebe lebe. Du hast hier jemanden an der Seite. Erstmal, der ist bodenständig und klug, charismatisch, sehr bedacht und intelligent. Und das alles ist göttlich geführt. Eine karmische Verbindung. Man hat dir dieses Geschenk gegeben. So, hier habe ich aber noch eine zweite Person. Es ist dieselbe Energie, derselbe Mensch. Er ist zugleich auch attraktiv, charmant und liebevoll. Und er kann gut leben, wie du siehst, und hat ein gutes Herz. Und das siehst nur du. Du siehst ihn, sein Inneres, und von außen wird er vielleicht eher so der Denker, oder vielleicht wird er erstmal nicht so wahrgenommen von anderen. Aber das hier, was du hier hast, die Botschaft ist für dich. Ja? Also hüte deinen Schatz und generell, was dir gehört. Und glaube wirklich, dass du beschützt bist und nicht alleine bist, weil es ist ein Geschenk von Gott, schicksalhaft. Ja? Du kommst in deine positive Veränderung. So. Also es geht hier um die Liebe, Liebe. Es ist wirklich eine starke Bindung zwischen euch und du schaust, was du draus machst, ja? Alles liegt natürlich immer an dir. Wie du hier siehst, ich bin schön, dass hier alles echt. Wow. So. Ich habe hier eine Botschaft für dich aus der geistigen Welt. Wir haben hier vielleicht du dich hier irgendwie hingezogen zu dem Kontinent oder du
bist selbst irgendwie so, hast da Berührungspunkte mit solchen Urlaubsorten gehabt oder bist sogar mit Menschen, ja, oder du bist selber irgendwie mit dieser Herkunft verbunden, ja, und du bist nicht nur aus dem christlichen beschützt, aus dem westlichen Raum, sondern auch aus einem anderen Kontinent, sogar ein exotisches Kontinent, ja. Und vielleicht möchtest du auch mal dahin reisen oder du möchtest da irgendwas lernen, was damit zu tun hat. Vielleicht die Sprache und vielleicht interessiert dich auch da in der Hinsicht Schamanismus, ja, was aus Asien kommt oder Buddhismus im Allgemeinen. Für mich deutet aber diese Botschaft, das sieht ja aus wie Happy Buddha, darfst ruhig in die Leichtigkeit gehen. Wenn man diese Botschaft bekommt, so eine göttliche, ja, und zwar an diesem Gott, und wir haben uns hier diesen Jesus Christus, das ist für mich, du kommst in deine Heilung, in deine Gesundheit, und es darf für dich positiv vorwärts gehen. Du darfst dich ruhig in deine Intuition vertrauen und dich auf den Weg begeben, dass wirklich alles gut wird, ja. Und das Alte darf wirklich abgeschlossen werden. Du blickst nur noch nach vorne, du kommst in die Veränderung und lernst neue Menschen, Bekanntschaften kennen. Neue Optionen, Gelegenheiten kommen auf dich zu. Es kann in jeglicher Form sein, ja, weil es ist ja nun mal hier eine allgemeine Deutung. Es kann beruflich sein oder allgemein was Neues lernen, Umschulung. In der Liebe sowieso geht das positiv vorwärts. So, bitte für dich eine Botschaft aus dem geistigen Welt. Also ich kann hier erkennen, dass du innerlichen Reichtum erfahren darfst, deine Seele heilt, und nutze bitte die Chance, die Zeit, ja, lichtvolle Wege kommen auf dich zu. Und es wird dann sehr lichtvoll für dich, dein Herz wird wieder erleuchtet, das glücklich werden. Und es war alles richtig, wie du dich entschieden hast aus der Vergangenheit. Und schicksalhaft, und dein inneres Kind, das kommt in die Leichtigkeit, du wirst belohnt. Glück und Liebe sind dein Lohn für deine harte Arbeit. Okay? Prüfung hast du bis hierhin gut bestanden. Es kann auch sein, dass noch weitere Stolpersteine kommen können, aber die Erfahrung hat dich bereichert und du weißt dann auch schon, wie was zu tun ist in gewissen Situationen. Ja? Du bist da nicht aufgeschmissen, du bist gewappnet und kommst stärker hervor, als du meinst. Und manchmal ist es wirklich so, dass man sich überwinden muss und Brücken bauen soll zu Menschen, die etwas bedeuten. Angst vor Ablehnung nicht tust, könnte eine Freundschaft verloren gehen. Und ich glaube, das ist damit die Liebe, Liebe hier gemeint. Ja, deine Beziehung hier zu diesen liebevollen Menschen, die man dir gegeben hat. Ja, ich denke, wichtig ist, toxische oder wie soll ich sagen, Menschen, die dir wehgetan haben, dass das rausgeht. Jetzt an dich denkst und die Veränderung annimmst, die, was soll ich sagen, die Metamorphose, die du erlebst im Moment von, ja, zur Motte, von der Motte zum Schmetterling. Und wie gesagt, du darfst wieder scheinen, du darfst wieder glücklich werden. Du hast deinen eigenen Schatten, sag ich mal, du hast in den sauren Apfel gebissen und warst stark genug, das innere Stärke, und mehr als das, ich kann wirklich deutlich mehr bei dir erkennen. Und nun ja, die Zeit, die du gebraucht hast, das war dir gegönnt vom Universum, und trau dich ruhig mal mutig zu sein bei gewissen Dingen, du darfst ruhig naschen und vor allen Dingen auch glücklich werden hier auf dieser Erde. Du darfst dieselbe Luft haben. Und wichtig ist, dass du sicher bist und auf dich erstmal schaust in erster Linie und das hütest, was dir lieb ist. Ja? Und wenn man so ein Gotteszeichen kriegt, so eine Verbindung nach oben,
dann sollte man das auch ernst nehmen und wahrnehmen. Nur mal so ein Tipp von mir, was vorweg. Also ein Neubeginn steht an und ein Neubeginn kommt dann zu einem, wenn man Geschichten aus dem eigenen Leben abschließt und einfach friedevoll, dankbar loslässt. Und die Antworten kennst du selber, deinen Inneren. Wichtig ist wirklich, deiner Intuition zu folgen, dein Herzen, was glücklich macht. Und materiellen Reichtum kommt dann, wenn es sein muss. Wichtig ist, dass deine Seele glücklich wird. Und das ist doch viel wahrer Reichtum, als man meint. Und meine Lieben, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet mich alle trotzdem gut hören. Es ist schon ziemlich spät. Und ja, ich dachte trotzdem, ich mache für dich hier ein Video. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch oder einen generellen Kommentar von dir. Und natürlich darfst du mich abonnieren und mich teilen. Ich bedanke mich herzlich für dein Vertrauen. Hab eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Neue Frische und süße Träume. Bis dahin, Namaste.